Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Mann, der jetzt kommt, ist dann am lustigsten, wenn er kein Drehbuch hat. Einer der wenigen, die es schaffen, aus nichts Heiterkeit zu erzeugen. Und jetzt wagt er sich an Shakespeare heran. Ist es ein Geniestreich oder ist es Größenwahn? Wir fragen den haarigen Perser selbst. Hier ist Michael Niavarani. Guten Abend, guten Abend. Danke sehr, guten Abend. Es tut mir... Ja, bitte schön. Es tut mir... Danke, danke, danke. Ich durfte... Ich musste. Ja, wir haben dich direkt aus den Proben gerissen. Ich war noch mitten in der Probe. Ich muss es noch anlassen, weil wir nachher noch weiter proben. Es tut mir wahnsinnig leid. Die Leute glauben jetzt, dass das ein Scherz ist, aber du probst wirklich gerade. Und ja, ist es wirklich direkt neben uns. Wirklich vis-à-vis. Wir sind jetzt wirklich Nachbarn. Also ja. Ihr könnt jetzt auch gerne ab übernächste Woche vorbeikommen, mitspielen. Ab wann fängt es an? Am 7. fängt es an. Richard der Dritte ist ja eine Tragödie. Und du bist ja ein Mann, der sozusagen mal für die Komik steht. Und du hast diese Tragödie umgebudert in ein Lustspiel. Ja. Also ich habe gebudert und habe mir währenddessen gedacht, wie traurig ist das jetzt gerade, man sollte das doch lustiger machen. Ja. So bin ich auf Richard den Dritten gekommen, verstehst du? Ja, ich verstehe. Also schau, du hast im Akt hast du gesagt, warte mal, Richard der Dritte, das wär's. Ja, genau. Echt? Nein, also es war so, ich habe Shakespeare immer verweigert, weil ich dachte, das ist das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Ja. Habt ihr in der Schule Shakespeare gelesen? Ja, klar. Ja. Merchant of Venice. Merchant in sooth, I do not know why I'm so sad. It worries me, it, you say it worries you, but how I caught it, found it or came by it, I do not know. Ich kenn's nur auf Englisch. Ich habe kein Wort verstanden. Und so ist es auch bei Schlägetik. Man versteht es sehr schlecht bei Schlägetik. Und wenn du es dann auf Englisch liest, allerdings nicht in dem Englisch, im Elisabethanischen, sondern im modernen Englisch, dann merkt man plötzlich, worum es geht. Und es ist wahnsinnig spannend. Und Richard der Dritte aus der Sicht von den einfachen Leuten, das wird automatisch zur Komödie, weil die Wahnsinnigen alles tun, um an der Macht zu bleiben. Richard möchte reich werden, möchte nur noch fressen, gefüllte Schwäne und bringt seine Neffen alle um, damit er an der Macht bleibt und damit er ein gutes Leben lebt. Aber ist die Rolle, die du spielst, ist die relativ marginal? Oder du bist ja der Publikumsliebling. Die Leute kommen ja wegen dir. Auch ich komme wegen mir. Ja. Wenn ich nicht spielen würde, wäre ich nicht da. Die Sache ist die, dass natürlich der Richard nicht mehr die Hauptfigur ist. Okay. Er ist eine der drei Hauptfiguren. William Forrest und Frederick Dighton, die zwei einfachen Menschen, ein Koch und ein Schuster, das sind die zwei Hauptfiguren. Okay. Ich habe übrigens was mitgebracht zum Essen. Die Lunchbox. Das ist unsere Lunchbox. Wir wollten das ausprobieren, ob das auch genießbar ist, was wir da in der Pause verkaufen. Also ihr könnt gerne probieren, das gibt es bei uns in der Pause. Nur englisches Essen. Oh, wow. Das damit ist die Leute schnell wieder zurückkommen. Ja. Okay, Crunchy und Walker's Chips und so. Du bist ja... Aber man muss sagen, in England gibt es die besten Picknickboxen, oder? Das stimmt. Also, das ist eine Art englische Picknickbox. Ja, das ist cool. Ja. Oh, wow, Guinness Bier. Darf ich das aufmachen? Selbstverständlich, für euch. Okay. Ja, gerne. Übrigens, danke, dass ihr mich gefragt habt, was ich trinken möchte. Oh, Entschuldigung. Magst du ein Bier? Den Rest vom Bier? Darf ich dir ein Weinchen einschenken? Wasser. Ja, klar. Wasser bitte. Ja, sehr gern. Nein, aber ich meine, in Wahrheit ist es natürlich schon auch ein relativ haarsträubendes Unterfangen. Ich meine, du bist ja, die Leute lieben, du kannst ja machen, was du willst auf der Bühne, oder? Auch wenn fast. Wenn du eine dreibeinige... Oh, it's cucumber. Yes, it is, indeed. Oh. It's a cucumber sandwich. Oh, it's a cucumber sandwich. Yes, it is a cucumber sandwich. Is it, is it? Yes, it is. It isn't. Yes, it is. Ja. Eat it, eat it. Oh, I ate it. I hope you don't throw up. Nein, ist das scharf. Ist es gut? Schmeckt? Sehr witzig. Entschuldige. Hast du Angst zu scheitern? Schau mich an. Du bist bereits gescheitert. Bin bereits gescheitert. Ja, natürlich, ja. Wir haben da hinten... Hinter euch quasi, wir haben ein Riesentheater aufgebaut für 1000 Personen, Sitzplätze und wir haben das Globe, das englische Globe nachgebaut. Stimmt, dass das im Vorfeld 20.000 Karten verkauft wurden? Ja. 20.000? Ich möchte mich beim Publikum bedanken, bei den Menschen, die so viel Vertrauen haben und jetzt schon Geld für die Karten ausgeben. Danke vielmals.
Ja, bitte. Nee, ich wollte... Na, ich muss gerade aufstoßen, aber was ich vorher sagen wollte, ist, du könntest es dir ja wirklich leichter machen, wenn du als Nia Warani auf die Bühne gehst, liegen dir die Leute zu Füßen, egal was du spielst, dich oder Perser, Katzen, vollkommen scheißegal, jetzt auf einmal dieses Verkleidungstheater. Ja, weil ich draufgekommen bin, darf ich das kurz sagen? Bitte. Ich habe das bei der Kostümprobe heute gemerkt. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich finde, dass mir das passt. Ich habe mich noch nie so natürlich bewegt wie in diesem Kostüm. Ansonsten ist es so, wenn ich ein Sakko anhabe, ich schaue immer aus wie ein Kameltreiber in einem Sakko. Hier schaue ich jetzt zuerst mal an. Ja, jetzt schaust du aus wie ein Kameltreiber in einer Tracht. Einer komischen Tracht. Ja. Nein, ich finde, der Kragen passt auch zu den Haaren. Ja. Ja. Nein, das schaut gut aus, wirklich. Die Halskrause ist auch ganz gut, wenn man geköpft wird, dann macht sich der Köpfer, tut sich leichter, oder? Findet es leichter, ja. Ja, genau. Es geht ja bei dir auch darum, dass Leute geköpft werden. Ja. Wird da in der Rinderhalle hier so eine Art Kalifat St. Marx aufgebaut? Wir haben darüber auch diskutiert, ob es denn geht in einer Zeit, in der es tatsächlich passiert, dass wahnsinnige Verbrecher diese Köpfungen vornehmen. Und wir haben gesagt, ja, das muss man, man muss dem auch den Schrecken nehmen. Und es war im Mittelalter, es war damals so. Es wurden Menschen hier in Europa, wir regen uns jetzt wahnsinnig darüber auf, dass das dort passiert. Es war auch hier, es war sogar gang und gäbe, Leute zu köpfen und Leute umzubringen. Und noch dazu müssen dann wir, die einfachen Leute, der Koch und der Schuster, wir bekommen die Aufgabe, den Kopf auch noch aufzuspießen und vom Tower aufzustellen. Und dann liegt der tote König auch da, den wir versuchen wiederzubeleben. Also es wird aus dieser grausamen Geschichte eine Verwechslungskomödie. Und ist es ordinär? Entschuldige. Ja, Shakespeare, ist wahnsinnig ordinär. So wie Mozart. Ja, die waren ja. Das heißt auch ursprünglich nicht sein oder nicht sein. Es heißt eigentlich, das wurde falsch übersetzt, es heißt Food aus Speidel, trinkt man nur ein Seidel. Ja, eben, ja. Sagt das hast du jetzt neu übersetzt. Ja, aha, verstehe. Aber wie bist du wirklich jetzt mal auf die Idee gekommen? Also ich meine, weil das liegt wirklich nicht nahe. Ich bin auf die Idee gekommen, wir waren in London im National Theatre. Du schaust aus wie mein Vater ohne Hut. Wieso, hat er auch seine Halskrause? Ja, schau dir das an. Schrecklich, oder? Nein, dein Vater ist weißhaarig, er ist grauhaarig. Ja. Ich war im National Theatre und habe dort gesehen, Edward II. Von Christopher Marlowe. Mhm. Und ich wollte davor eine Nierenkolik vortäuschen, weil ich mir gedacht habe, Alter, bist du deppert, 3 Stunden, ich verstehe nichts, muss ich mir das anschauen. Und dann war ich so fasziniert, weil die Engländer spielen sehr realistisch und sehr natürlich, obwohl du 90% nicht verstehst von dem, was du sagst. Ja. Das wird bei uns übrigens auch so sein. Wenn wir so undeutlich reden. Weißt du immer, worum es geht in der Szene? Und ich habe mir gedacht, das darf auch nicht wahr sein, dass ich 45 Jahre lang kein einziges Shakespeare-Stück gelesen habe. Bin sofort zur Buchhandlung Foyles gefahren. Auf der Charing Cross. Ist Förder ein bisschen. Ich glaube, vielleicht heißt es das. Und habe mir No Fear Shakespeare, gibt es eine Ausgabe, heißt No Fear Shakespeare. Da ist rechts Modern Day English und links ist der echte Shakespeare. Und wenn du verstehst, worum es geht, ist es wahnsinnig spannend. Mhm. Unfassbar spannend. Mhm. Und dann habe ich Richard III. Gelesen und die Initialzündung waren die zwei Mörder, die den Clarence umbringen. Der Löwe? Ja. Und der schielende Löwe. Ja, das war der Bruder vom Richard Mayer, ein schielender Löwe. Ja. Auch falsch übersetzt. Das war der Löwe. Ja. Und diese zwei Mörder sind die Komiker im Stück. Die bekommen Gewissensbisse. Sollen wir wirklich morden, sollen wir nicht morden? Und ich mir dachte, es wäre doch cool, die Geschichte über die zwei Deppen zu erzählen. Ah, hast du dich selbst verschuldet eigentlich, um dieses Theater entstehen zu lassen? Nein, Gott sei Dank nicht. Also wir dachten, der Georg Hornzl und ich, wir finanzieren das ja selbst und wir dachten, wir müssen du hast eine Gurke hängen. Ja, zwei Gurken hängen. Der Begriff, gib ihm die Gurke, kriegt eine ganz andere Bedeutung. Wir dachten, wir müssen uns verschulden, aber Gott sei Dank haben die Leute schon so viele Karten gekauft, dass wir keinen Kredit aufnehmen mussten. Das muss ich noch sagen, weil das nächste Soloprogramm von Nia Warani einen köstlichen Titel hat. Homo Idioticus, eine Kulturgeschichte des Trottels. Ja. Das finde ich großartig. Ja. Da bist du allein auf der Bühne. Da bin ich allein auf der Bühne. Ja, klar. Ja. Homo Idioticus, Kulturgeschichte des Trottels. Des Trottels, ja. Und da klärst du die Frage, warum die Menschheit zu 99,9% aus Trotteln besteht. Ja. Ja, natürlich auch ein, sagen wir mal, relativ hochnäsiges Unterfangen. Nein, nein, ist ja autobiografisch. Ja, aber... Bin ja ich der größte Trottel. Ich gehöre ja... Schon, aber im Publikum sitzen dann auch, sagen wir mal, 1000 Leute und davon sind 999 Trotteln. Genau so ist es. Ja. Ich werde auch mal vorbeikommen. Dann ist es nicht ganz voll mit Trotteln. Ohne jetzt angeben zu wollen. Es sind nicht nur Trotteln, dann ist auch ein Vollidiot. Ja, sehr gut. Nein, aber ganz kurz, das interessiert mich doch. Entschuldige, Stefan. Interessiert mich noch.
Ist das sozusagen die Presseaussendung oder ist das schon geschrieben, dieses Kabarettprogramm? Dieses Kabarettprogramm ist schon geschrieben, wäre übertrieben, erarbeitet. Und ich habe schon 20 Previews im Juni hinter mir. Ach so, und doch. Ja, ich habe es diesmal so gemacht, wie das die Stand-Up-Comedian machen. Also ich bin nicht zu Hause im Kämmerlein, also manche oder einige oder viele, nicht zu Hause im Kämmerlein gesessen und habe geschrieben, sondern ich habe mir Themen aufgeschrieben und habe begonnen, darüber zu improvisieren und habe das dann in mein iPad hineingeschrieben. Es gibt nichts Traurigeres, als einen lustigen Text ins eigene iPad hineinzusprechen. Also es ist, das hast du gemacht. Es kommt dann nur noch das eigene Begräbnis. Hast du das gemacht in der Hoffnung, dass die NSA dir sagt, funny oder nicht funny? Ja, ich hatte gehofft, die CIA klopft an die Tür und sagt, that's funny. That's funny, that's really funny. Yeah.